Okay, es geht weiter mit diesem unschaffbaren Freudenstachel. Das Spiel ist viel zu schwer. Ach so, deshalb wahrscheinlich auch bei dem Titelbild. Dieses rote Warndreieck. So wie es bei Goldschwert schon war. Um anzuzeigen, dass das Spiel sehr schwierig ist. Glaube ich zumindest. Dass das dafür da ist. Im Vergleich hierzu ist ja sogar Goldschwert ein Zuckerschlecken. Wenn ich nämlich hier die Roller hätte, dann würde ich zumindest ohne Probleme bis zu diesem Zwischenendboss kommen. Jetzt kann ich mich eigentlich schon wieder killen, weil ich viel zu schlecht war. Und viel zu viele Striche verbolzt habe. Ah, was mache ich denn schon wieder? Es hat die Sprungtaste wieder nicht funktioniert. Boah, aber wenn die wirklich vorhaben, das ganze Spiel so schwer zu machen, dann schafft es ja keiner. Das Hauptproblem ist nämlich die Sprungtechnik und nicht die Waffensysteme. Ich würde das als Roller durchzocken wie nix. Oder auch als irgendein anderer Charakter. Hauptsache, ich kann diesen aufgeladenen Sprung. Aber die Freude kriegt den ja nicht hin. Oder wenn ich Flügel hätte, aber dazu muss man wahrscheinlich auch erstmal richtig schwierige Bosse schaffen. Das schafft man ja nie. Wie soll man denn da durchkommen, ohne getroffen zu werden? Das geht ja überhaupt nicht. Obwohl das Spiel jetzt mit einer akzeptablen Geschwindigkeit läuft. Fast wäre ich schon wieder nicht gesprungen. Erstaunlich. Jetzt habe ich in diesem Let's Play schon zweimal einen abgekriegt von einem erledigten Gegner. Also einmal habe ich nicht kriegen können, weil ich da das Spiel noch mit doppelter Geschwindigkeit gelaufen ist. Das Problem ist, wenn man hier nicht durchkommt, ohne zu oft getroffen zu werden, dann war es das ganz einfach. Fast wäre ich runtergefallen. Kann ich den Boss jetzt schaffen? Keine Ahnung. Ich mache einfach Dauerfeuer, weil ausweichen kann man hier ja eh nicht. Boah, gerade so. Zum Glück ist auch das abgedroppt, sonst hätte ich jetzt nämlich schon wieder keins mehr und könnte wieder nicht von einem Speicherpunkt profitieren, wenn es einen gäbe. Achso, hier ist glaube ich einer. So was krieg auch nur ich hin. Na gut, aber jetzt muss ich es schaffen. Was kommt denn da oben nochmal? Ach so, da kommt so ein unschaffbarer Japanersprung. Ich würde gerne mal einen E-Tank von einem erledigten Gegner kriegen, also von so einer Schlange. Ich muss das jetzt mal gucken. Okay, die muss da wohl Anlauf nehmen auf diesem Boden. Ja, so. Mir geht die Ammo aus. Oh nein! Aber da wäre es weitergegangen. Na gut, ich versuche die Sicht der Stage nochmal. Und dann gebe ich auf. Und E-Tanks scheinen nicht existent zu sein, kann das sein? Erwarten die etwa von einem, dass man das ganze Spiel ohne E-Tanks durchspielt? Ja.
Auch hier bin ich jetzt natürlich doppelt so schnell fliegende Plattformen gewohnt und werde deshalb dauernd Fails haben. Juhu! Die Musik ist definitiv neu, also das ist nicht die originale Sicht der Stage-Musik. Oh, das war knapp! Warum geht diese Plattform denn nicht noch ein bisschen höher? Dann wäre der Sprung einfacher. Aber immerhin bewegen sich die Plattformen jetzt so, dass man auch auf sie draufspringen kann, ohne dauernd beten zu müssen. Und hier natürlich rechts lang gehen, weil es viel einfacher ist. Und hier bräuchte man wahrscheinlich eine andere Waffe. Ich habe gehört, es soll eine Eisnadel geben. Und die Teile sehen auch so eisig aus, also ist das wahrscheinlich so. Ach so, hier kommt wieder dieser unspielbare Wind. Bah! Bah! Oh nein! Doch noch gefailt. Diese wandelnden Kreuze sind viel zu gut. Also, wenn man hier diese Waffe hat, dann könnte man immer wieder absolen und es so oft versuchen, wie man will. Natürlich kann die sich nicht ducken. Was? WTF? Was war das denn? Ich habe doch ein Slide gemacht. Was? Feuerstachel! Feuerstachel! Ja, Glück gehabt. Boah, aber die Kreuze zeigen es mir ja voll. Boah. Ah, Freudenstachel! Boah! Freudenstachel! Dieser Wind soll endlich mal aufhören! Das tut er aber natürlich nicht. Sondern der Wind will mich anscheinend ownen. Was zum... Okay. Ah! Ich bin aus dem Bild gesprungen. Aber wenn ich ehrlich sein soll, sieht diese Stage noch am schaffbarsten aus von allen. Man könnte die unendlich oft ab dem Speicherpunkt versuchen, wenn man diese Eisnadel hätte, anscheinend. Weil dann immer gleich... Nee, könnte man nicht, weil es ab der nur einmal kommt. Das habe ich vergessen. Stimmt. Also doch nicht. Man kann das ab einmal holen. Ja, das habe ich ganz vergessen, dass man jedes Item nur einmal kriegt. Pro Continue. Schwäche weggesammelt. Oh, war das knapp. Boah, aber dass das Spiel so japanisch ist, das ist echt unglaublich. Oh! Fast hätte mich das jetzt gekillt. Oder zumindest glaube ich, dass das einen killen wird. Ich will ein Let's Play vom Apos zu diesem Spiel sehen. Ah, boah, den Stachel! Freudenstachel! Ah! Freudenstachel! Aber das geht in einer Tour so weiter. Ich habe auch den Verdacht, dass es mittlerweile viel länger dauert, bis man endlich bei einem Safe Point ist. Und dass die generell seltener sind. Freudenstachel! Freudenstachel!
Ja, nein, die treffen mich aber immer. Und dieser Wind hätte mich jetzt fast gekillt. Okay, diesmal weiß ich, wo hier die Striche sind. Und verliere natürlich welche auf dem Weg dahin. Hm, bringt es jetzt was, da lang zu gehen? Also da rechts? Oh, fast hätte er mich abgeböllert. Da ist ein Super-E-Tank. Tuck, tuck. Ach so, man muss da rechts lang. Und links gibt's den E-Tank. Nämlich der E-Tank wird natürlich mit I geschrieben. Aber das ist ja eh klar. Dummerweise zeigen's mir jetzt diese Elektro-was-weiß-ich-was-Teile. Hoffentlich schaffe ich's bis zum Sichtemeister. Freudenstachel! Freudenstachel! Die ganzen Striche sind natürlich runtergefallen. Oh nein, den gibt's ja auch. Ach so, der ist besiegt. Ich wollte gerade unter dem durchsliden. Okay, jetzt kommt voll der unbesiegbare Sichtemeister, bei dem ich mich am besten erstmal kill. Mal sehen, was der Sichtemeister hier macht. Das sieht anders aus. Die benutzt ja anscheinend immer noch eine Version von dieser geplanten Zukunft. Die aber ein bisschen anders ist diesmal. Also ein E-Tank reicht wahrscheinlich leider nicht. Aber ich muss es versuchen. Ich weiß nämlich jetzt dummerweise nicht, was der ihr Angriffsmuster ist. Was? Oh nein! Das war ich auch noch so blöd und habe mich von der umrammen lassen. Ja okay, ich werde es nicht schaffen. Da hätte ich mehr E-Tanks gebraucht. Aber ich benutze jetzt mal den einen. Mal sehen, auf wie viel ich die runterkriege und wie der Desperation Mode ist. Wahrscheinlich schrecklich. Achso, da böllert die einfach mehr, ist klar. Was? Oh nein! Die macht es so, dass das Spiel dann doch wieder mit doppelter Geschwindigkeit läuft. Okay, also ich hätte es sogar theoretisch schaffen können, aber mit einem zweiten E-Tank wäre es natürlich besser gewesen. Das Problem ist, der kommt erst so spät in der Stage und ist so schwer zu farmen. Es müssten noch andere Stages verfügbar sein, in der man E-Tanks farmen kann. Genau, was passiert, wenn der Freudenstachel leer ist? Ach so, dann kann man kein Dauerfeuer mehr machen. Freudenstachel! Freudenstachel! Ja, ich weiß, das bringt jetzt natürlich nichts mehr. Oder kann das sein, dass das mehr abzieht? Kann das wirklich sein? Der nicht aufgeladene Freudenstachel macht viel mehr Schaden? Dann hätte ich das sogar schaffen können, wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber egal, jetzt ist das erstmal zu Ende und wenn irgendwann mal die Vollversion von dem Spiel rauskommt, dann LP ich die wahrscheinlich. Aber ich müsste halt wissen, wo man die E-Tanks farmen kann. Okay, ciao.